Hallo, Armin Staudt mit einem neuen Photoshop CC 2018 Tutorial zum Thema intuitive Luminanzmasken. Nee, das ist falsch formuliert. Wir wollen heute eine neue Methode lernen, wie wir Luminanzmasken erstellen, und zwar auf eine intuitivere Art und Weise. Das ist auch falsch formuliert. Also, wir wollen Luminanzmasken erstellen, die viel einfacher sind als die traditionelle Methode. Das heißt, wenn ihr, und das solltet ihr auch, mein erstes Video in der Playlist über Masken, über Luminanzmasken angeschaut habt, dann kennt ihr die traditionelle Methode, in der man hier ganz viele Kanäle erzeugt, sich die einzelnen Kanäle anguckt und sich einen aussucht und den dann als Maske quasi hier einfügt, da wo man das braucht. Ja, das ist eine ziemlich umständliche, komplizierte Methode. Dafür braucht man dann auch eine Aktion. Ja, weil das alles händisch zu machen, das ist eigentlich unmöglich. Ich meine, das ist natürlich möglich, aber das ist halt total nervig. Ja, deswegen hatte ich euch auch empfohlen, holt euch doch einfach mal hier dieses Erweiterungsfeld. Das könnt ihr alles in diesem Video, da sind alle Links drin und so weiter und so fort, wie man das bekommt und wie man damit arbeitet. Das ist alles wunderbar. Aber wir können das auch händisch machen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist vielleicht ganz gut, dieses Prinzip zu kennen. Und das Prinzip ist folgendes. Wenn ich jetzt nur mal als Beispiel, ja, guckt hier oben bitte auf die RGB-Darstellung, ja, von der Kanälepalette, dann seht ihr, dass ich hier der Kanal auch verändert hat. Das heißt, alles das, was ihr hier seht, egal wie viele 100 Ebenen hier in der Ebenenpalette habt, das findet sich hier immer wieder zusammengerechnet, auch im RGB-Kanal. Und wenn ich jetzt hier einen Befehlsklick drauf mache, dann habe ich hier die volle Luminanzauswahl. Ja? Das müsstet ihr alles schon wissen und kennen. Okay? Das heißt, wenn ich hier meinen Kanal manipulieren kann, dann kann ich auch das manipulieren, was ich hier an Auswahlen herausholen kann, nämlich auch in den Rot-, Grün- und Blau-Kanal, wenn ich mit Kanalmasken arbeite. Ja, das ist ein Prinzip, das man verstehen muss, das so einfach ist, dass man das eigentlich gar nicht erwähnt normalerweise. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Schwarz-Weiß-Darstellung habe in meiner Ebenenpalette, dann habe ich ja im Grunde auch schon eine Luminanzauswahl. Also das machen wir jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt mal eine Methode, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Ja, also ich will ja auch immer so ein paar neue Sachen zeigen. Das ist aber auch eine uralte Geschichte. Ich nehme einfach eine weiße Farbfläche und setze die in den Modus Sättigung. Dann habe ich eine Schwarz-Weiß-Darstellung. Ich könnte jetzt auch einfach meine Grundebene mit Befehl und J duplizieren und die mit Befehl Shift und U entsättigen. Das ist genau dasselbe. Ja? Also egal, welche Standardmethode ihr jetzt verwendet, um eine Schwarz-Weiß-Darstellung in Photoshop zu erstellen, die sehen sich alle relativ ähnlich. Und als Bonus werde ich euch zum ganzen Schluss eine esoterische und viel bessere Methode zeigen, wie man hier ein Schwarz-Weiß-Bild erzeugen kann, indem nämlich in den Halbschatten mehr Kontrast sind, und die können wir dann auch besser verwenden für unsere Luminanzmaske. Oh Gott, ey, heute habe ich einen Knoten in der Zunge. Aber egal, ihr wisst ja, was ich meine. So, jetzt haben wir hier eine Schwarz-Weiß-Darstellung und die können wir ja jetzt anpassen, indem wir zum Beispiel einfach eine Tonwertkorrektur nehmen. Und jetzt brauchen wir erstmal ein praktisches Beispiel. Ja, deswegen mache ich die jetzt nochmal aus und erzeuge zwei Gradationskurven. Okay? Die eine Gradationskurve nenne ich Light, LG, weil ich faul bin. Und die andere Gradationskurve, die benenne ich in Dark, auch weil ich faul bin. Ich will das nicht austippen. Das Ganze machen wir jetzt in eine Gruppe. Ja, und der Sinn von der ganzen Geschichte ist, also jetzt nur als Beispiel, das könnt ihr natürlich für Millionen andere Anwendungen auch verwenden, ist, dass wir einfach in den Schatten die Farben anpassen wollen, hier in dem Gesicht, und auch in den Lichtern. Und zwar wollen wir die unterschiedlich anpassen. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir an die Lichter und Schatten auch rankommen. Das heißt, wir brauchen eine Maske, die uns hier bei den Lichtern die dunklen Töne abdeckt, und eine Maske, die bei den dunklen Tönen die hellen Töne abdeckt. Und das machen wir mit einer Luminanzmaske. Das ist ganz einfach. Okay, jetzt holen wir uns wieder die Schwarz-Weiß-Darstellung. Ja? Das können wir ja jetzt auch mal in eine Gruppe packen, und die nennen wir jetzt einfach mal Luminanz-Temp. Ja? Weil die wird nachher wieder gelöscht. Die brauchen wir jetzt quasi nur als Hilfsebenen. Okay. Als erstes wollen wir uns um die Lichter kümmern, weil die Lichter, das ist quasi immer die Positivdarstellung. Ja, also alles, was jetzt hier hell ist, das sind ja wohl eher die Lichter. Wenn ich jetzt aber hier die Farben verändere, dann würde ich quasi fast über das ganze Bild die Farben verändern. Das heißt, ich müsste die Lichter ein bisschen abdunkeln. Ja, das heißt, dass ich jetzt gucke, dass ich hier, das wären jetzt quasi die reinen hellen weißen Lichter.
Und jetzt wollen wir mal sehen, ob wir auch im Gesicht noch ein bisschen Zeichnung sehen. Ja, so ungefähr. Das heißt, dass jetzt hier, da überall, wo es dunkel ist, da würde das nachher ausgeblendet, was ich in meiner Gradationskurve lichter mache. Und alles, was hell ist, das würde quasi manipuliert. Okay, natürlich könnte man jetzt hier auch noch an den Mitteltönen drehen. Ja. Das heißt, das Problem bei intuitiven Methoden, also bei der ist jetzt, dass ihr wieder unendlich viele Möglichkeiten habt. Aber ihr werdet sehen, dass jetzt, wenn wir solche Änderungen hier machen, die sind jetzt nicht so extrem. Ja, man muss halt jetzt nur ungefähr an die Lichter rankommen, das reicht schon. So, jetzt brauchen wir quasi noch, brauchen wir eine Hilfsebene? Nee, wir gehen jetzt einfach hier in die Maske von den Lichtern. Ich mache das immer mit der Bildberechnung. Ja, man kann das natürlich auch mit dem. Okay, dann zeige ich es heute mal so. Wir machen einen Befehlsklick in den RGB-Kanal, haben jetzt hier eine Auswahl und da der hier weiß ist, können wir den nur als schwarz einfügen. Okay, also füge ich jetzt hier mit Alt und Delete füge ich hier schwarz ein, mit Befehl und D hebe ich die Auswahl auf, gehe jetzt mal in meine Maske und sehe, wenn ich das auf diese Methode mache, dann wird die Maske immer umgedreht. Das heißt, dass wir jetzt noch einen zusätzlichen Arbeitsschritt haben und die nochmal umdrehen müssen. Jetzt gehe ich wieder mit einem Alt-Klick aus der Maske raus. Dann muss ich jetzt aber hier nochmal eben unsere Hilfsebenen ausblenden und könnte jetzt schon hier loslegen und die Farben verändern. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir holen uns jetzt erst nochmal die Maske für die dunklen Farbtöne. Dafür brauchen wir aber eine Negativdarstellung. Das heißt, dass wir hier einfach noch eine Einstellungsebene invertieren reinhauen. Dann sehen wir nämlich jetzt alles, was jetzt hier weiß dargestellt ist, das sind unsere Schatten. Okay, wir haben das quasi nur umgedreht. Ja, natürlich hätten wir jetzt auch diese Maske hier nehmen können und die einfach invertieren und da oben reinhauen. Dann wäre das aber nur einfach das Gegenteil. Wir wollen das ja individuell und intuitiv einstellen. Das heißt, dass ich jetzt hier wieder auf meine Tonwertkorrektur gehe. Ich stelle die mal zurück und jetzt schauen wir mal, ob wir die Schatten auch noch ein bisschen dunkler hinkriegen, ein bisschen heller hinkriegen, ein bisschen einschränken, ja, weil auch hier im Himmel würde das jetzt verändert. Das heißt, auch hier schränken wir das so ein bisschen ein. Ja, das heißt, alles, was jetzt hier hell ist, das gehört jetzt zu unserer Maske. Und jetzt nehmen wir mal die andere Methode. Jetzt gehe ich hier in die Maske von Dark. Okay, gehe hier über die Bildberechnung. Wo ist die? Bildberechnung. Und zusammengefügt RGB normal. Okay, und schon ist sie hier drin. Altklick auf die Maske und da seht ihr, das ist 1 zu 1. Nochmal Altklick. Ja, da ist kein Unterschied. Das ist also genau das, was wir haben wollten. Jetzt mache ich das aus und jetzt seht ihr den Unterschied. Das ist die Maske, das ist die Farbdarstellung. Okay, jetzt mache ich das hier nochmal an. Das ist das, was ich eben hier errechnet habe, was hier oben in meiner RGB-Palette angezeigt wird. Ja, Altklick, Altklick, Altklick. Okay, und jetzt gehen wir hier nochmal raus. Und jetzt können wir schon loslegen. Wenn wir uns jetzt sicher sind, dass das hier alles okay ist, dann könnten wir jetzt diese temporäre Gruppe schon löschen. Das wissen wir aber nicht. Jetzt gehen wir erstmal, ich fange immer mit den dunklen Farbtönen an. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Dann hauen wir uns hier ein bisschen mehr Rot rein. Ich mache das jetzt mal extremer bei einem Tutorial, weil ihr wisst, selbst wenn ich jetzt hier auf HD gehe bei YouTube, seht ihr solche Sachen nur echt schlecht. Ja, deswegen mache ich das jetzt extremer, also extremer, als ich das jetzt persönlich normalerweise machen würde. Ja, also rot ein bisschen mehr, grün ein bisschen weniger, blau lasse ich die Finger von, aber hier bei der Light-Ebene gehe ich in blau und mache in die Lichter ein bisschen mehr blau. Okay? So, das ist eigentlich schon alles. Und dann hättet ihr jetzt ein Color Grading gemacht. Jetzt müsste man eigentlich jetzt nur noch hier eine Ebene dranhängen und dann sagen wir mal hier eine grobe Auswahl irgendwie treffen. Ja, dummerweise habe ich jetzt mein Originaldokument nicht mehr, da habe ich die Auswahl nämlich schon. Ich mache das jetzt mal echt super grob. Ihr macht natürlich eine viel bessere. Warte mal, das geht viel einfacher. Es gibt eine viel bessere Auswahl, macht ihr. Dann grenzt ihr das einfach ein, macht hier eine Maske dran. Ja, und dann ist jetzt quasi diese Farbveränderung nicht im ganzen Bild, sondern nur im Gesicht. Das könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. Habt ihr das Prinzip verstanden? Also, ihr könnt jegliche Art von Manipulation in diesem Bild machen. Das zeigt sich hier oben in dem RGB-Kanal und dann könnt ihr euch von diesem RGB-Kanal aus die Luminanzmaske erzeugen. Anstatt euch hier 16 Kanäle zu erzeugen und die alle einzeln durchzuprobieren, könnt ihr das quasi auf intuitive Art und Weise machen. Ja? Indem ihr hier einfach eine Tonwertkorrektur drüber haut. Ja, das ist also einfacher als mit einer Gradationskurve. Ja, und könnt euch das dann hier so manipulieren, wie ihr das haben wollt. So, jetzt kommen wir zum
Die lasse ich jetzt mal stehen hier und die mache ich mal wieder aus. Jetzt kommen wir zum Bonus. Wir machen jetzt eine Kopie von der Ebene mit Befehl und J. Ich weiß, bei 2018 kann man auch Copy und Paste machen, aber das funktioniert nicht immer so gut. Gehe ich jetzt aber nicht weiter darauf ein. Jetzt brauchen wir einen Filter. Und wenn ihr diesen Filter nicht habt, dann, da wird jetzt eine Infokarte eingeblendet, dann guckt ihr euch das Video an über Saturation Mask, also über Sättigungsmasken. Ja, das ist nämlich genau dieselbe Technik. Ihr geht hier unter sonstige Filter und HSB, HSL Filter. Den habt ihr normalerweise nicht, den könnt ihr euch optional bei Photoshop runterladen. Und wenn ihr euch dieses Video anguckt, was ich eben genannt habe, über Sättigungsmasken, dann findet ihr dort eine genaue Beschreibung, wie man das runterlädt, wo man das runterlegt und auch wo der Link ist. Okay, also das rufe ich jetzt auf in RGB, HSB, sage okay. Kriege hier eine psychedelische Darstellung. Und hier unten in dem Blaukanal, da ist unsere Luminanzverteilung. Hier in dem Grünkanal, glaube ich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, da ist unsere Sättigungsverteilung und den anderen Kanal, den Rohkanal, kann man, glaube ich, nicht gebrauchen. Okay, dann nehmen wir jetzt mal den Blaukanal und packen uns den in diese Ebene hinein. Ja, und das geht jetzt wirklich nur mit den Bildberechnungen. Und da, warte mal, wie geht denn das jetzt? Ich muss jetzt die Ebene 3 nehmen. Ja, oh, die ist jetzt doppelt, aber das ist quasi auch die Reihenfolge hier, ist immer von oben nach unten. Ja? Das heißt, dass diese Ebene 3 ist die, die wir auch brauchen. Und gehen, jetzt habe ich das vergessen. Normal ist es nicht. Ich habe es vergessen. Ach so, der Blaukanal. Jetzt habe ich es. Okay, alles klar. Ja, das wäre jetzt peinlich gewesen, das alles nochmal neu aufzunehmen, weil ich die Technik vergessen habe. So, jetzt haben wir eine Schwarz-Weiß-Darstellung, die viel heller ist und kontrastreicher. Okay, wir nehmen die Tonwertkorrektur mal raus. Ah, das kann ich. Wie kann ich euch das jetzt zeigen? Ach so, hier, wisst ihr noch, die Farbfüllung, okay? Die macht jetzt diese Schwarz-Weiß-Darstellung und diese Schwarz-Weiß-Darstellung ist heller. Das könnt ihr ja mal gerne ausprobieren. Das ist da einfach mal ein geiler Test. Ihr guckt mal aus dem Kopf heraus, wie viele Schwarz-Weiß-Umrechnungen ihr in Photoshop findet spontan. Also das sind mindestens 5 oder 6 Stück. Und dann vergleicht ihr die mal immer mit dieser Ebene hier, die wir gerade erzeugt haben. Und die ist wesentlich heller, aber in diesen Mitteltönen hier ist die kontrastreicher. Das sieht man jetzt bei diesem Bild nicht so super, aber bei Landschaftsaufnahmen, zum Beispiel hier bei so Bergen und so, da seht ihr, dass da mehr Details sind. Und wenn wir jetzt einfach diese Ebene hier unten nehmen und dann deine Tonwertkorrektur drüber hauen und die manipulieren, dann kommen wir zu besseren und kontrastreicheren Ergebnissen. Okay? Ich habe das mal vorbereitet, weil ihr wisst, dass ich ungern das alles immer manuell mache. Und zwar habe ich hier eine Aktion. Ja, ich kann ja auch mal hier die richtigen Aktionen nehmen. Das ist dann diese Luminanzmaske. Das hier ist ein Erweiterungsfeld. Ja, nee. Das hier ist ein Erweiterungsfeld, da kann man quasi Aktionen reinziehen, dann ist das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Habe ich Luminanzebene genannt und der macht genau das, allerdings mit Dialogen. Ja? Das heißt, jetzt ist das hier umgekehrt, mache ich mal raus. Okay, und hier habe ich dann auch gleich schon eine Maske erzeugt, nämlich gemäß dem, was ich da in den Dialogen einstelle. Ich zeige das nochmal. Also wir lassen das nochmal ablaufen hier. Luminanzebenen. Hallo? Luminanzebenen. Jetzt, wenn ich jetzt keine Negativdarstellung haben will, dann gehe ich hier einfach auf Deckkraft 0, klicke irgendwo hin, damit das auch bestätigt ist. Dann kann ich jetzt hier die Tonwertkorrektur schon einstellen. Sagen wir mal so. Ja. Und erzeuge mir gleich hier auch eine Maske, die hier oben drin ist, die ich dann unten in meine anderen Masken reinziehen kann. Okay. Diese Aktion ist eigentlich ziemlich einfach. Ja, ihr müsst einfach nur verstehen, wie man über diesen HSL-Filter, so habe ich das nämlich jetzt gemacht, wie man über diesen HSL-Filter hier mit dem Blaukanal von dem an diese Luminanzdarstellung, also Schwarz-Weiß-Darstellung kommt. Ja. Jetzt habe ich das Gefühl wieder, dass ich das alles total chaotisch erzählt habe. Deswegen gucke ich mir das nochmal an und wenn das in Ordnung ist, lasse ich das so stehen und wenn nicht, mache ich das Ganze nochmal. Also, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann schreibt mir in den Kommentaren doch mal Anregungen, was euch interessiert oder wo ihr Probleme habt. Ihr könnt mir auch Bilder schicken oder so, alles kein Problem. Ja, schreibt das einfach in die Kommentare rein, irgendwo. Ich lese alle Kommentare und 99% von denen beantworte ich auch sofort, weil so viele sind das im Moment nicht. Dann können wir auch einfach ein paar mehr Filmchen von mir sehen, weil ich habe zwar viele Ideen, aber die sind alle immer ziemlich kompliziert und das braucht ein bisschen Vorbereitungszeit, okay? Ich hoffe, euch hat das geholfen.
Und das war jetzt okay, ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen ersten Advent. Bis dahin, euer Armin Staudt.